Tja, das ist hier wohl der neue Sport fürs Trophy Hunten. Ist dem so? Vor ein paar Tagen schon im russischen, im VK gesehen und gestern im eigenen Discord. Link zum Discord unterm Video und da gibt es schon wieder die Info. Alden, die Trophy, die Super Trophy läuft hier am Ladoga. Also, testen wir doch mal, ob das hier so ist. Und als allererstes, erstmal einen Kaffee. So, und dann Randa. Ich stehe hier an einer der klassischen Stellen tatsächlich auch fürs Rotaugenfangen. Denn hier an der Stelle ist immer mal wieder Rotauge drin. Beziehungsweise hier an der Stelle ballern die immer mal wieder rein, tatsächlich so als Trophy. Ich habe hier an der Stelle vor Monaten meine Qualifikation abgeschlossen. Fange 10 Trophy rot oder fange 10 Trophies und lasse sie wieder frei. Da gibt es eine Qualifikation für oder halt eher so ein Achievement gibt es dafür. Und die Möglichkeit, ein weiteres Achievement abzuschließen, die gibt es natürlich dann auch hier. Und zwar das Achievement, lasse eine Super Trophy frei. Und mit welchem Fisch kann man das denn am ehesten noch machen, wenn ich hier mit dem ollen Rotauge oder vielleicht mit dem Giebel, Giebel soll ja auch gerade noch laufen, da ganz hinten am Bootshaus, da ist ja der klassische Spot für Giebel und hier die Stelle immer mal wieder für Rotauge. So, raus mit dem nächsten Brocken. Ich bin gespannt, wann die erste Trophy reingeht. Auch so gewichtsmäßig. Ich bin jetzt hier mit dem 1er Haken unterwegs. Wir gehen aber gleich mal im Detail mit auf Setup ein. So. Auch nur auf 10 Meter geklippt. Also relativ nah hier direkt am Ufer. Ich habe auch schon überlegt, ob ich hier mit der Pose mich hinstelle. Zurzeit bin ich ja viel auch wieder mit den Matchrouten unterwegs. Einfach nochmal testen, ob das nicht eine Idee wäre. Und dann vielleicht durchaus hier auch mit dem Doppelköder einfach mal ran. Aber im Moment, muss ich sagen, ist es schon relativ simpel. Und für all diejenigen, die auch ein bisschen Kohle machen wollen, wenn das in dieser Gewichtslage hier bleibt, 600 Gramm und so, absolut okay, wenn die Frequenz da ist, dass man damit auch wirklich Cash macht. Ne? Also wirklich dann eine Möglichkeit, hier auch ein bisschen Kohle zu machen auf simpelstem Setup. Und dann, wenn die Trophys eben reinballern, ist das auch kohlemäßig natürlich nochmal ein schöner Boost. Also, gucken wir mal, was hier geht. Ich habe noch keine Futtermische drin. Ganz simpel, ganz blank hier dran. Und ja, die Frage ist, lübt das so oder lübt das anders besser? Denn die Futtermische beeinflusst natürlich jetzt wieder den Spot. Und ich hatte im Discord gesehen, Sarah hatte das auch gepostet. Und zwar direkt die Super Trophy natürlich, was auch sonst. Aber eben auch ein paar Trophies. Sie stand hier roundabout 2 Stunden. Und dann ging tatsächlich hier auch noch die Super Trophy rein. Also wenn man hier ein bisschen länger steht, ballern dann auch irgendwann die Brocken rein. Ja, Zwergmarine. Lässt schon erahnen, oder man sieht es ja auch oben links, was für ein Köder das ist. Eintagsfliege. Na, ein bisschen schwerer jetzt. Auch wieder um die 600. Also, so sieht das Setup gerade aus. Relativ simpel, ne? Einfach hier mit der Winkelpicker gerade unterwegs. Dann hier mit der Monoschnur als Hauptschnur. Und dann geht das los. Ich könnte theoretisch auch hier komplett alles wechseln auf Fluoro komplett. Weißt du was, wir machen das einmal. Mal sehen, ob sich da was verändert. Vorfach kommt dann weg. Ohne Vorfachsmaterial. 1er Haken. Ich habe mit diesem ein bisschen gehadert. Ich ändere nochmal den 1er Haken. Und zwar auf den. Den mag ich eigentlich auch sehr. Gucken wir mal, ob sich da jetzt was ändert. Und wir klippen hier auf 10 Meter. Ja, und so ist dann das gesamte Setup schon aufgebaut. Zack, wieder raus damit. Locker absinken lassen. Bremse ein bisschen lockerer. So. Hochstellen können wir immer noch. Und dann gucken wir mal, was hier geht und ob jetzt hier noch was geht. Ja, und dann einfach so ein bisschen die Unterschiede ausprobieren. Vielleicht verschiedene Hakenarten wählen.
Vorfasslängen würde ich auf jeden Fall unterschiedliche wählen. Zum einen, wenn man natürlich jetzt hier mit einer hohen Frequenz ran will, weil man vielleicht den Spot einfach nur ausnutzen möchte als hochfrequenten Spot, dann auf jeden Fall ein kurzes Vorfach wählen. Und war schon wieder ab. Auf jeden Fall ein kurzes Vorfach wählen. Wenn man hier ist, um vielleicht dann doch nur eine Trophy zu fangen, vielleicht ein etwas längeres Vorfach wählen. Und dann hoffen, dass da so ein seltenerer Fisch drauf geht. Ich teste jetzt, nehmen wir nochmal den hier auch. Ich teste jetzt einfach auf den normalen Standardvorfächern. Und dann gucken wir mal, was jetzt hier auch in der Nacht noch abgeht. Und ob in der Nacht noch was abgeht. Und wann hier die erste Trophy reingeht. Und es zuppelt los. Ja, ich teste jetzt hier tatsächlich schon ein bisschen mit der Pose. Nebenbei eben auch noch die Grundruten. Die bimmelt tatsächlich jetzt in der Nacht deutlich weniger. Aber wenn jetzt dafür dann in der Nacht auch noch weiter die Pose hier funktioniert und bei der kurzen Entfernung hier, da kann man natürlich auch durchaus sich mit der Stippe mal einfach hinstellen oder mit einer kleinen Bollo. Dann wäre das natürlich interessant. Eine Foxy-Ränke ist gerade schon reingegangen. Mal sehen, ob jetzt hier gleich noch ein bisschen mehr reingeht. Ich bin jetzt hier erstmal nur auf 1,80 Meter Tiefe. Also gar nicht so mega tief. Aber ja, bis jetzt sollte das, glaube ich, ganz gut funktionieren. Zack, da geht der Kopf runter und zieht auch ein bisschen ab. Na, wenn das hier nicht jetzt die erste Trophy ist, oder? Was haben wir hier? Nee, das ist ja noch besser. Ludoga-Ränke, 1 Kilo. Das macht natürlich richtig Bock hier auf Grund. Ich hoffe da natürlich jetzt gerade drauf hier mit der Pose, die ich gerade rausgeschmissen habe. Da ist mich schon die erste Voxy-Ränke draufgegangen. Also, das wäre natürlich der Oberhammer, wenn jetzt hier eben auch noch die Ränken draufgehen, dann ist das ja kohlemäßig noch besser. Und dann zieht hier rechts noch einer ab, oder? Jawohl. Oha. Erster größerer Fisch auf Fluorocarbon komplett. Und erste Rotaugen-Trophy. Die lasse ich jetzt nicht frei, die nehmen wir mit. 1,5 Kilo ist sogar ein ganz gutes Gewicht. Die nehmen wir mit, denn ich habe die Qualifikation ja schon abgeschlossen. Die Qualifikation mit lassen sie 10 Trophys frei. Also direkt wieder raus damit hier. Ungefähr. Ach so, Tiefe jetzt hier auf der Pose 2,30 Meter. Ich bin einfach nochmal ein bisschen tiefer reingegangen. Mal gucken, was hier noch so geht. Und dazu bildet es auch direkt weiter. Ja, also Frequenz bisher noch nicht ganz so riesig. Da gibt es deutlich frequentere Spots. Jetzt muss ich natürlich auch sagen, ich habe jetzt eine rausgelassen, eine Grundroute. Das heißt, da könnte durchaus eben auch noch ein bisschen mehr passieren. Aber ich bin eigentlich im Großen und Ganzen schon ganz zufrieden. Auch jetzt hier mit dem Posenangeln bin ich schon ganz zufrieden. Es soll ja eine bessere Frequenz oder es soll ja effektiver sein, vom Land aus mit der Pose speziell hier am Ladoga zu angeln. Ich habe leider noch nicht so viel davon gemerkt, aber ich teste es immer wieder und immer wieder an verschiedenen Spots, wobei ich es eben jetzt noch nicht so nah am Ufer getestet habe. Von daher bin ich jetzt hier ganz gespannt. Gehe auch nochmal ein bisschen näher ran hier. Immer noch auf 2,30 Meter Tiefe, 1,80 Meter war gerade schon ganz okay. Gucken wir mal, ob jetzt hier doch noch ein bisschen mehr passiert. Ja, ist jetzt der richtige Moment gekommen, um hier die Futtermische reinzuschmeißen. Ich überlege schon gerade, suche nach meiner Larvenmische und stoße hier noch auf eine gute alte Rotaugen-Trophy-Larvenmische mit der Kombination hier Biskuit, Lehm, gehackte Würmer, Zuckmückenlarve, also Bloodworm. Und dann haben wir hier die Zuckmückenlarven Feed Pellets und Extrakt als Soße. Das wäre natürlich was. Ist auch kaum ein Unterschied zu der Larvenmische, die ich sonst gerne verwende. Wobei das dann Lehm raus. Hier jetzt bei der Larvenmische, und die würde ich eigentlich reinwerfen, Perlgraupe als Basis. Da könnte man vielleicht noch wieder ein bisschen variieren. Und da vielleicht das ein bisschen mehr auf Rotauge dann abstimmen. Zuckmückenlarve auch wieder, also den Bloodworm.
Zuckmückenlarve, Feed Pellets, gehackte Würmer, Fliegenmade, Zuckmückenlarvenextrakt. Also das wäre jetzt hier natürlich die Mische meiner Wahl. Oder doch die hier. Nee, ich würde die jetzt hier verwenden. Die aktuelle. Zack. Und da zubbelt es auch schon. Und ich werfe mal so auf ungefähr 10 Meter weit raus. Zack. 10 Futtermischen. Die Zwergmarähen zuppeln hier die ganze Zeit rum. Also, die müssen wir halt leider hier ertragen. Gerade auf Pose. Auf Grund sind die ja deutlich weniger. Aber selbst hier auf 2,30 Meter Tiefe, da gehen sie rein. So, jetzt weiter hier rumprobieren. 10 Meter weit raus, da wo die Futtermische ist. Hier werfe ich auch nochmal weiter raus. Hier war gerade was dran, ist ein bisschen geschwommen, hat aber nicht gehakt. Da muss ich dann doch nochmal ein bisschen weiter werfen. So, auch auf die 10 Meter. Jetzt geht die Pose direkt wieder runter, jawohl. Na, hoffentlich hakt es diesmal. Auch wieder so zaghaft. Das sind meist die Zwergmarähen. Das ist halt echt nicht so gut. Die gehen also ganz langsam runter, die Zwergmarähen. Aber guck mal hier, die Grundruten, die eskalieren jetzt hier direkt. Die haben einfach richtig Bock. Sehr nice. Und das sieht auch gut aus. Eieiei. 50 Gramm oder nicht ganz. Vor-Trophy-Gewicht. Also, sie werden größer, das ist doch schon mal gut. Wäre doch nicht schlecht, wenn jetzt hier die Futtermische dann doch noch die Rotaugen ein bisschen mehr beeinflusst. Zack, und die nächste. Und geht sogar leicht in die Bremse. Alter, alles klar. Also, im Kilobereich sind sie jetzt hier unterwegs. Das schmeckt natürlich. Gerne mehr davon. Ei, 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 ich dachte schon, was ist da denn? Was zuppelt denn da so zaghaft? Nee, ne? Doch nochmal. Alter, eine Zerte. Das ist natürlich auch sehr angenehm. Also, es ist ja ganz wild, was jetzt hier schon so reingegangen ist. Von Ripus, nee, nicht Ripus. Ladoga-Ränke, Zerte jetzt hier. Zack, next. Das ist ja schon ganz wild. Ich glaube, ich werde das hier einfach aus Spaß auch noch mal ein bisschen weitermachen. Und gucken, was jetzt hier noch weiter reingeht. Und natürlich jetzt gucken, gerade auch mit der Futtermische, die muss ja jetzt erstmal noch ein bisschen wirken, inwieweit das beeinflusst. Ich habe jetzt zusätzlich nochmal die Pose runtergelegt auf 2,80 Meter Tiefe. Wenn wir die Pose hierhin platzieren, wo das Haus ist, vom Leuchtturm, also die Spiegelung genau auf die Höhe vom Haus und dann auf 2,80 Meter Tiefe, ich habe keinen Schnurclip drin, ich denke mal, das wird so ungefähr 9 Meter, 10 Meter sein. Dann kommen wir hier mit 2,80 Meter Tiefe ziemlich genau kurz über die Grundebene. Und nicht gehakt. Irgendwas Kleines ist da unten, zuppelt da rum. Ich werde da nochmal ein bisschen abwarten. Also wieder zurück hier, ungefähr auf das Haus ziehen, Bügel aufmachen und dann 2,80 Meter. Siehst du, wir haben hier Grundberührung stehen, ganz knapp auf dem Grund, aber das passt. Die Pose steht noch. Und hier jetzt nochmal gucken, ist da schon was dran oder nicht? Jawohl. Schon wieder was dran, was sich nicht wirklich bewegt. Na. Das ist ja in den Dingen jetzt gerade. Wenig Reaktion gerade von den Fischen. Und auch hier das zweite Mal, dass es irgendwie nicht so richtig hakt. Entweder hier ein etwas größeres Blei dran machen. Vielleicht doch nicht einfach nur mit den Winkelpickern, vielleicht eher mit den Fiederruten hier rangehen. Oder eben auch hier nochmal komplett auf Fluorocarbon. Ich ändere das jetzt hier auch nochmal. Ich gehe mal auf nur 4 Kilo. Nochmal deutlich feiner rein, nur 4 Kilo komplett. Halt, ich muss den Clip natürlich wieder setzen, 10 Meter Schnurclip. So, 10 Meter Schnurclip. Raus damit, Bremse runter machen, wir haben jetzt nur noch 4 Kilo. Jetzt geht natürlich auch ein Rotauge in den Drill. Also die größeren bei 4 Kilo, die machen dann schon Radau. Es ist ja immer noch ein bisschen gefährlich hier, ne? Also man muss so ein bisschen drauf aufpassen. Oder man muss sich einfach bewusst sein, dass hier vielleicht auch mal dickere Brocken reingehen können.
Manchmal, also speziell mit der Pose natürlich auch mal sowas wie eine Seeforelle oder so. Also deswegen so ganz leicht und fein hier rein, vielleicht besser nicht. Kann gefährlich enden. Ansonsten, naja, man verliert ja nicht das wahnsinns teure Setup. Nochmal die Rotaugen. Also klassisch. Ja, so und so ähnlich. Ich werde jetzt hier einfach nochmal schön entspannt weitermachen und gucken, was passiert. Und dann gucken wir mal, ob hier vielleicht auch irgendwann die Super Trophy bei mir reinballert. Tja, wenn nicht, dann halt nicht. Im Großen und Ganzen bin ich aber schon zufrieden, vor allem auch mit den unterschiedlichen Fischarten hier. Foxy-Ränke, Ludoga-Ränke, Zerte auch mit dabei und dann eben hier die Rotaugen. Wir gehen nochmal kurz in den Shop und gucken uns den Preis an. Also, da ist der Fischmarkt. Wir schauen nochmal eben rein, nach Preisen sortieren. 26 Silber für ein Rotaugen-Trophy ist natürlich schon eine Ansage. Das ist richtig, richtig gut. Das ist deutlich mehr. Hatten wir nicht sogar schon rausgefunden, dass es verdoppelt wurde? Ich meine ja. Ich glaube, die Trophies wurden vom Preis verdoppelt. Wir hatten das anfangs, als die Patch Notes rauskamen, glaube ich, direkt erörtert. Ja, Zerte, Ludoga-Ränke, alles sehr angenehm. Selbst die Zwergmaren. Okay, ich werde mich nicht weiter über Zwergmaren ärgern. Kohlemäßig richtig gut. Und hier die im Normalgewicht zwischen 3 und 5 Silber schmecken doch auch jetzt. Hier in der Zeit, in der halben Stunde, 123 Silber. Ich mache jetzt noch ein bisschen weiter. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, gefällt mir und hilft mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream hier auf YouTube oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.